Michael, am Samstag gab es eine kleine Schrecksekunde, so nach einer halben Stunde, die da gespielt war, da musstest du runter. Wichtigste Frage vorab, wie geht's dir mittlerweile? Ja, war Gott sei Dank nur eine kurze Schrecksekunde, konnte dann 3-4 Stunden später wieder, oder was heißt halbwegs normal gehen und bin jetzt wieder seit gestern ganz normal im Mannschaftstraining und es war sehr, sehr wichtig für mich, vor allem für meinen Kopf, dass ich da sehr schnell wieder fit geworden bin. Zu dem Zeitpunkt hattest du schon 2 Torvorlagen auf dem Konto, hast ein richtig gutes Spiel gemacht. Insgesamt hat man den Eindruck, ihr harmoniert vorne sehr gut. Ja, absolut. Also gerade weil wir komplett neu sind und lange zusammen im Hotel gewohnt haben, glaube ich, verstehen wir uns alle sehr, sehr gut. Und wir spielen uns in jedem Training weiter ein und deswegen macht es auch sehr, sehr viel Spaß, da mit allen zusammenzuarbeiten. Auch Terra, der kam für dich rein. Der hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Also ich glaube, da ist auch ordentlich Konkurrenzkampf drin. Wie empfindest du das? Ja, das ist gut für jeden Einzelnen. Gerade der Marco ist nicht so leichte Situation, wenn man ganz am Anfang von der Saison auf der Bank sitzt. Aber er unterstützt mich sehr, weil für mich ist ja eine neue Position links außen und hilft mir in sehr, sehr vielen Dingen und gibt mir Tipps. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass wir uns so gut verstehen. War denn davon auszugehen, dass du bei den beiden ersten Spielen direkt in der Startelf stehst? Ja, was heißt davor? Wahrscheinlich war ich der unbekannteste Neuzugang, aber bin sehr, sehr froh, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich da direkt am Anfang von Beginn an gespielt habe und denke, dass ich es ganz gut zurückzahlen konnte bis jetzt. Dann stand am Ende ein 5:1 Sieg auswärts, was ja eine ordentliche Hausnummer ist, trotzdem gab es sehr viele kritische Stimmen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das Spiel in der Analyse nochmal angeschaut hat, haben wir nicht alles so gut gemacht, wie es der Sieg eigentlich ausdrückt und die Fehler haben wir natürlich beinahe analysiert, damit wir am Samstag diese Fehler nicht mehr machen, weil ohne jetzt irgendwas Schlechtes gegen Aue zu reden, aber Stuttgart wird die Fehler bestrafen und dann wird es ganz anders ausschauen. Worauf wird es denn ankommen am Samstag? Ja, das wird die gleiche Leidenschaft und den gleichen Kampf zeigen wie im ersten Heimspiel gegen Fürth mit den Fans. Ich glaube, 30.000 werden da sein, die uns zum Sieg pushen werden und wirklich wieder über 90 Minuten, ja, wenn jetzt sogar über 120 Minuten, ist ja alles möglich, abzurufen, probieren. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir da Kampf und Leidenschaft zeigen und vor allem die Disziplin umschalten defensiv, umschalten offensiv. Und dann wird es natürlich ganz wichtig sein, dass wir hinten zu Null spielen und vorne so schnell wie möglich ein Tor machen werden. Ganz abschließend noch ein paar Worte zu dir. Du bist ja gerade mal 20 Jahre jung, bist mit 18 schon damals aus Österreich nach Hoffenheim gekommen. Dann warst du in St. Pauli in Hamburg ein Jahr, jetzt in Bochum. Bist schon ordentlich rumgekommen, ne? Wie heimisch fühlst du dich denn mittlerweile hier im Ruhrgebiet? Ja, ich bin seit 10 Tagen in meiner Wohnung. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, für jeden Spieler oder für jeden Menschen, dass er seine eigenen 4 Wände hat. Und fühle mich deswegen sehr, sehr wohl. Gerade auch die Mannschaft hat mich sehr, sehr gut aufgenommen. Wir sind jeden Tag eigentlich zusammen unterwegs und das macht es einem Spieler, vor allem einem jungen Spieler wie mir, sehr viel einfacher, irgendwo Fuß zu fassen.